Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil Village. Ja, nachdem ich ja jetzt hier gerade mal tierisch die Fresse voll gekriegt habe, sind wir ja jetzt endlich da. Und gucken uns die ganze Scheiße zuerst nochmal hier an, Alter. Sehr schön. Oh, großer Lykans, sagenhafte Wolfsmonster von einst, möget ihr kommen und uns unser Fleisch nehmen, möget ihr kommen und uns bei lebendigem Leibe zerreißen. Gut, sauber, oder? Können wir nichts nachgucken? Sowas wie Dietrich, das ist ein Scheiß, hab ich gar nicht, ne? Nun ja. Oh, ich wollte mal kurz was gucken. Ich habe jetzt gerade wieder umgestellt und habe mir 3 Schuss Munition gemacht für die Knarre da. Ist vielleicht gar keine schlechte Idee, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Ne, den haben wir ja schon. Wie sieht's mit meiner Gesundheit aus? Ja. Es lässt sich mit leben. V, Karte aufrufen. Da ist irgendwas. Warte mal. Achso, das ist Dietrich, ne? Ja, genau. Gucke erst einmal alles jetzt einmal an. Ich muss erst einmal. Oh, warte mal, da ist was. Schießpulver. Alles her mit. Ich wollte mal gucken, ob man da irgendwas noch. Geht nicht. Schießpulver 1 im Besitz. Warte mal. Ah ja, okay. Fehlt mir noch ein bisschen was. Ja, das ist dieses blöde Mistding. Da komme ich nicht rein. Da war doch auch irgendwas mit dieser blöden Statue. Irgendwas war doch da. Nun ja. Komm ich nicht rein. Gott. Da. Ich wusste es. Irgendwas war da. Wir opfern diese Wächterziegen zum Schutz des Dorfes und seiner Bewohner. Wer sie zerstört, den möge der Zorn der Mutter Mirandas erteilen. Da ist nichts zum Zerstören. Ich meine, die Alte hat mich sowieso gefressen. Komm ich nicht hin? Das sind diese Fragmente, was ich da reinpfeffern muss, ne? Ja, dachte ich mir.
Das sind diese zwei runden Dinger. Bevor wir die nicht haben, kommen wir da ja nicht durch. Wobei wir das erste schon haben. Wenn ich den schon sehe, den Heisenberg, dieser Affe. Luisas Haus und eins bei der Kirche. Das eine haben wir doch jetzt schon. Ja. Ja. Nur, dass ich das jetzt mal sehe, das steht jetzt im Standard. Ne? Also, ich wollte es nur noch kurz gezeigt haben. Also, ich bin es nicht mehr vielleicht. Ich meine, ihr wollt ja was zum Lachen, wenn ich hier 25.000 Mal verrenge, du, ne, Alter? Ah, mir fehlt dieser Scheißkurbel. Wenn ich wüsste, wo dieses blöde Tricksding war. Sollen wir mal was probieren? Hier geht's wohl zum Schloss. Muss ich's doch neu machen, oder? Ah ja, okay. Ah, drehen muss ich es auch noch. Also von mir aus. Ungefähr so. Also eins fehlt mir noch. Okay. Kraut. Da könnte man mal gucken, ob man noch ein Ding machen könnte, ein Medipack oder sowas. Gott, haben wir schon vier, das ist schon mal viel wert. Da war ich hier gerade. Was, komme ich da durch? Von der anderen Seite verschlossen. Müssen wir jetzt erst mal gucken, wie es da überhaupt weitergeht, verdammte Scheiße. Ich glaube, zu wissen, dass ich da nicht mehr runterkomme. Ja. Na, da hat er die alte zugemacht, dumme Sulle. Da war Martin. Da hinten gibt's nichts. Oh, leck mich doch am Arsch. Wie war denn das alles, ey? Da kommen wir nicht rein. Da geht's auch nicht weiter. Also, da komme ich nicht rein, da komme ich nicht rein. Da geht auch nichts. Ohne. Geht auch nix. Das hatte man ja. Also ich glaube, da kommen wir gar nicht durch, ne?
Okay. Also wie gesagt, das war schon so lang her, ey. Tja, da ist natürlich die Frage. Wie zum Geier geht's hier dann weiter, ne? Ja, ich komme ja nur in den komischen Laden da rein. Mal gucken, ob ich da irgendwas übersehen habe oder was? Keine Ahnung. Irgendwas. Ja, das ist ja das Schloss, wo zu ist. Da brauche ich den blöden Dietrich dazu. Da ist nichts, da ist auch nichts. Also hier ist. Gott, wie ging denn das weiter, ey? Warte mal. Wo war denn dieses scheiß Ding, wo ich vorhin schnell gegangen bin? Warte mal, da komme ich ja nicht durch, ne? Ah ja, genau, da. Da ging doch irgendwo dahinter. Ging's doch irgendwo weiter, ja genau. Da sind wir richtig. Nämlich. Schon wieder. Schießpulver. Mal kurz was gucken. Gut. Das war die 3, ne? Nee. Sicher ist sicher. Gut, her damit. Okay. Ist wieder was. Da sind noch ein paar Kisten versteckt, weiß ich. Da mitten im Feld waren noch irgendwo Kisten und so ein Scheiß versteckt, das weiß ich. Gut. Da war aber noch eine zweite Kiste, das weiß ich. Ah, da ist er.
Warte mal, wir haben jetzt wieder Schießpulver. Kann ich da wieder? Rostige Nägelreste. Schießpulver habe ich. Das erkennt man so schlecht da unten, ne? Von dem ganzen Scheiß. Ich glaube, wenn ich auf dieses Mehl drauf schieße, dann werden die irgendwie geblendet oder irgend sowas in der Art. Da war irgendwas, das weiß ich. Da kommt er jetzt natürlich wieder nicht drüber, ne? So, das Arschloch ist definitiv mal tot. Sehr schön. Sehr schön. Guck, ob da noch irgendwo eine Kiste rumfliegt oder sowas. Keine Ahnung. Weiß man ja nie, ne? Das scheint nicht so. So, ihr Buben, ich bin da. Ich glaube, das war das mit dem zweiten Fragment, was man da kriegt. Schließen Sie die Tür. Bitte. Hey, was machst du hier? Stehen bleiben. Bitte, tun Sie uns nichts. Oh, keine Sorge, ich tue Ihnen nichts. Bin ich froh, normale Menschen zu treffen. Sind hier noch andere Überlebende? Nein, sie sind alle bei Luisa. Aber sie antwortet nicht und das Tor ist verschlossen. Sei still. Er ist keiner von uns. Hier sind wir ein leichtes Ziel. Kann er laufen? Nein. Ein Monster hat ihn verletzt. Er hat viel Blut verloren. Wir müssen in Luisas Haus. Psst, leise. Ich finde schon einen Weg. Bleibt hier. Seid leise und bewegt euch nicht, bis ich das Tor öffne. Ich musste hin durch das Ding durch. Herrgott, wo habe ich denn diese Scheißkurbel gefunden, wenn ich das jetzt wüsste? Gott. Ich weiß nicht, aber mit der Knarre fühle ich mich irgendwie wie Rambo. Oh, her damit.
Also, lösen wir mal auf. Da in dem komischen Ding war doch auch irgendwas. Herrgott, noch einmal. Ah, da ist das Relief drin, ja. Genau. Ich glaube. Komm doch jetzt wieder. Alles gut. Los, schnell. Wurde aber auch Zeit. Gern geschehen. Er ist es nicht gewöhnt, sich helfen zu lassen. Tut mir leid. Kein Problem, ich bin's gewöhnt, Mann. Oder? Sicherer als da draußen auf jeden Fall. Hey, kannst du mir vielleicht sagen, was hier los ist? All das ergibt keinen Sinn. Mutter Miranda hat uns immer beschützt, aber... Niemand antwortet. Los. Vater? Helft mir. Wir müssen ins Haus. Hallo? Jemand da? Warte, lass mich versuchen. Luisa! Mach auf! Ich bin's, Elena! Sei still! Die Monster hören dich noch. Julian, beruhige dich. Wer ist das? Mein Freund! Hau ab! Vater! Um Himmels Willen, lass uns rein! Nein, sie riechen das Blut. Es ist zu gefährlich. Mein Vater stirbt hier draußen. Ist nicht mein Problem. Was ist hier los? Die wollen, dass wir einen Sterbenden in unser Haus lassen. Hör schon auf. Die sind unsere Freunde. Na los, rein mit euch. Kommt, hier lang. Du bist nicht aus dem Dorf. Nein, ich bin Ethan. Julian, mach dich nützlich und geh dich umsehen. Ich sagte, geh! Ich hab auch Knarre, gell? Pass auf, Kleiner. Tja. Wenn Bang. Elena dir vertraut, dann tu ich es auch. Komm rein, Ethan. Freilich! Warte hier. Ich sehe nach den anderen. Na, freilich. Mach doch keinen Stress, Alte. Ich geh erst mal Runde speichern. Als Helfer freilich. Ist es jetzt gespeichert? Wegen Schlussstand? Ja, passt schon. So, Luisa, Sie haben schon wieder viel gerissen. Wenn das so weitergeht, überleben wir diesen Winter nicht. Ernest haben wir auch noch nicht gefunden. Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Hat Mutter Miranda sich von uns abgewandt? Die dumme Sulle. Hallo, ich hab doch gedrückt. Hier lang. Machen wir keinen Stress hier. Tolle Fotos, ne? Läuft wie eins. Komm rein, die anderen warten. Wer zum Teufel ist das? Ein Fremder? Du bringst uns doch alle um! Anton, bitte! Er hat den beiden geholfen. Wir hätten es auch ohne ihn geschafft. Komm, ja, nee, ist klar. Setz dich. Nimm dir einen Keks. Sind das alle Überlebenden? Aus dem ganzen Dorf? Alle Überlebenden? Alle Überlebenden? Niemand hat überlebt. Ein nutzloser Krüppel? Ein dummes, heulendes Weib? Und du? Du schleifst einfach so einen Verwundeten und einen Fremden hier rein? Und glaubst, es wäre sicher? Von wegen sicher!
Jeder Einzelne da draußen wurde in Stücke gerissen. Und morgen? Morgen sind wir alle hier tot. Genau wie ihr blöder Ehemann. Stopf dir das Maul, Roxana! Dieses Haus gab meiner Familie generationenlang Schutz. Der Alte ist super, der Quentin. Oder nicht? Ihr seid alle willkommen und sicher hier. Ja, klar. Sagt mir bitte jemand mal, was hier eigentlich los ist. Wir wissen es nicht. Wir waren eine friedliche, fromme Gemeinde. Und dann kamen plötzlich Monster und griffen uns an. Und sie kamen wieder. Warte, Luisa. Und wo ist eigentlich dein Mann? Ist er... Nein. Er ist draußen. Irgendwo. Ja, nee, ist er klar. Er geht Hilfe holen. Von was träumst du nachts? Das macht er. Er geht Hilfe holen. Die Hilfe bin ich. Ich bin der Geilste. Ich mache ja alle fertig. Für uns alle. Ja. Kommt. Kommt her. Oh, lieber Gott. O Allmächtige, hör unsere Stimme. Vereint in Demut vor euch. Wir ersuchen euch, aus den unendlichen Tiefen uns dem Schicksal zu übergeben. Im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht. Ich übergebe mich auch gleich. In Erwartung des erlösenden Lichts. Im Leben wie im Tod. Preisen wir euch, Mutter Miranda. Gut, der Tee ist fertig. Komm, hilf mir, Elena, ja? Das Gebet habe ich schon mal gehört. Von einer alten Frau beim Friedhof. Du meinst die Hexe? Das Weib ist verrückter als ein Irrenhaus. Es steckt auch Weisheit in ihrer Demut. Und ich hoffe, sie gab ihr Schutz, wie sie uns beschützt. Sie noch alle? Leonardo, was ist? Geht es dir gut? Nein! Vater! Elena, nein! Lass weg! Nein, lass mich los! Nein! Er wird uns töten! Wir müssen weg! Lass ihn los! Elena? Ich sagte aufhören! Ja, Mann, du bist ein richtiger Killer! Es tut mir leid, Vater. Hey, das war nicht mehr dein Vater. Es war das Richtige. Elena, nicht! Du kannst nichts tun! Vater! Das ganze Gebäude bricht zusammen! Du hättest nichts tun können. Er war bereits tot. Lass mich in Frieden! Nein, ich bringe uns hier raus. Uns beide. Wir müssen hier raus. So, ihr Bube, hier machen wir wieder einen Cut rein. Wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben. Ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Zuschauen. Und wenn ihr wissen wollt, natürlich, wie es weitergeht, bleibt dran. Ich zähle auf euch. Ich sag hier an dieser Stelle tschüss, ciao, mit V und bis zum nächsten Mal.